willkommen zur Weiberfastnacht 2021. Auch dieses Jahr möchten wir natürlich mit euch Karneval feiern. Anders als gewohnt. Normalerweise habe ich hinter mir 60 Frauen stehen, die mir den Rücken stärken. Heute ist es eine, meine Anja. Ja, ich bin auch da ganz auserwählt und freue mich sehr, dass ich das machen darf. Normalerweise würden wir jetzt in unserem Wohnzimmer alle zusammen feiern mit unserer mega geschmückten Bildsteinhalle, mit unseren tollen Jungs, die uns bedienen, mit unseren Mädels, mit denen wir gemeinsam schon seit Wochen unsere Kostüme gebastelt haben. Dieses Jahr ist leider alles anders für uns als Karnevalsverein, aber natürlich auch für euch als unsere Mädels. Aber davon lassen wir uns doch nicht abhalten, einen schönen Abend zu haben. Klar, Corona hat uns ausgebremst und das wird das einzige Mal sein, dass wir heute Abend an dieses böse C-Wort denken werden. Wir machen uns heute einen schönen Abend und stoßen natürlich auch mit euch an. Prost! Und da würde ich sagen, starten wir auch gleich mit unserem tollen Programm. Seht es uns bitte nach, wenn wir nicht alle Programmpunkte zeigen können. Wir haben natürlich nur das Videomaterial, was uns geschickt wurde oder was wir selber aufgenommen haben. Wir starten jetzt mit einer ganz, ganz tollen Gruppe, Freundeskreis und Vincent. Ganz viel Spaß dabei! Oh,
Boah, also ich hatte echt Gänsehaut und mir fehlt der Karneval total. Ich hoffe, dass wir jetzt so richtig Gas geben und ja, was soll ich sagen? Auch wenn die Männer jetzt der Meinung sind, sie müssten sich da auf der Couch sich's gemütlich machen. Nee. Normalerweise laufen nämlich die Männer im Saal und bedienen uns Frauen. Und wenn die der Meinung sind, sie müssen sich heute Abend neben euch breit machen und blöde Kommentare loslassen, dann schickt sie in ihren Hobbyraum, in keine Ahnung, was gibt's denn alles für Räume Hallo? Zu Hause? Wie viele Männer von euch wollten denn unbedingt ein eigenes Fitnessstudio während der letzten Monate haben? Ja bitte, dann geht jetzt auch heute Abend mal dahin, runter von der Couch. Aber vorher... Ihr habt eine Garage, ihr habt einen Hobbykeller, ihr habt ein Fitnessstudio. Weg jetzt hier vorher, jetzt Abend. Vorher Weinlieferung, Sektlieferung, Bierlieferung, alles das, was eure Liebste sich jetzt wünscht. Wir haben auch übrigens noch einen kleinen Anmerker, da waren einige Traumtänzer darunter. Ja, da bin ich jetzt ja. Also ich gucke ja erstmal nur auf Lissi und das ist auch gut so, weil was für eine schöne Stimme und was für ein toller Auftritt als Freundeskreis. Aber meine Traumtänzer da hinten, das ist ja noch ausbaufähig, was ihr da hinten so bastelt. Das muss nächstes Jahr besser werden. Die Damen, die tanzen im Schatten und die haben richtig abgerockt. Was habt ihr denn da bitte gemacht? So sieht's nämlich aus. Also, für dich, die ja. Vier waren die vier, nimmst du noch mal letzte richtig? Reihe nächstes Jahr. Letzte Reihe. Nein, trotzdem ein absolut gelungener Auftritt. Wir freuen uns, wenn auch Freundeskreis in 2022 wieder dabei ist. Denn euch lasse ich nicht mehr von der Bühne, das habe ich euch schon gesagt. So ein Opener, vielen, vielen Dank dafür. Das macht Stimmung und jetzt wollen wir Party machen. Jetzt geht es weiter mit unseren blau-weißen Funken unter dem Meer. Viel Spaß dabei. Thank you.
Aber was für eine Riesenmeute, oder? Einfach mal Hut ab vor den Trainern, mit dem Alter so viele Mädels da wirklich bei Laune zu halten. Und was für ein schöner, bunter Tanz. Das war... Ja, aber sind wir ja gewohnt, ne? Wir haben natürlich echt eine ziemlich hohe Latte mittlerweile. Und der Tanz ist aus 2016. Und ganz ehrlich, Mädels, ihr seid echt der Wahnsinn. Jahr für Jahr legt ihr die Latte höher. Was kommt in, keine Ahnung, 2030? Ne? Hammer, echt. Und allein die Kostüme, ja. Alles selbst genäht. Wahnsinn, was für eine Wahnsinn, Wahnsinn. Steckt, auch von euren Eltern, Wahnsinn. Von euren Trainern. Auch das. Natürlich ganz vorne. Ja, nein, wunderbar. Wir freuen uns immer, oder ich freue mich immer, wenn ich euch präsentieren darf. Wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank an euch. Macht weiter so, bleibt dabei, denn wir brauchen euch. So, und nun? Nun machen wir weiter. Machen wir weiter. Und ganz ehrlich, Mädels, jetzt kommt was fürs Auge. Ja. Ich weiß, ihr seid verwöhnt. Mittlerweile oder letztes Jahr standen sie mit 10 Jungs auf der Bühne. Und ganz ehrlich, mega Auftritt. Nur zu viert, jetzt aber trotzdem kein bisschen schlechter. Viel Spaß mit Simply the Best! Ja, Mädels, das war doch mal wieder was fürs Auge, oder? Also die Jungs sind echt Hammer. Und wenn ihr überlegt, da waren sie noch zu viert, jetzt sind sie schon zu zehnt. Was passiert nächstes Jahr? Also wie man sieht, da waren die Fitnessstudios auch noch auf. Man sieht es deutlich. Nein, ich bin fest der Überzeugung, dass sie auch in 2022 mit ihren stahlharten Körpern uns auf der Bühne verzaubern. Jungs, immer wieder eine Augenweide. Ja. Aber jetzt verzaubern wir euch, denn es gab ja auch von der Weiberfastnacht, von uns, gab es ja auch schon den ein oder anderen Tanz. Und davon haben wir jetzt genau zwei, denn von den anderen gab es leider keine Aufnahmen. Aber schaut nach, guckt zu, habt Spaß! Mir ist dieser Tanz völligst entfallen. Ich habe geguckt, ich bin tatsächlich auf diesem Video drauf und wir haben auch nach etwas längerem Suchen Anja gefunden. Ja, ich musste ja selber auch gucken, wo bin ich denn? Wobei ich das ja wirklich noch gut in Erinnerung habe, weil das war mein erstes Weiberfastnachtskostüm, nachdem ich Prinzessin war. Ich war ja vorher nicht in der Weiberfastnacht.
Und deswegen kann ich mich da gut dran erinnern. Und ich mochte es auch sehr, weil das war immer so ein schönes, buntes Bild. Es waren tolle Kostüme. Es war bequem. Das stimmt. Auch nicht alle. Aber dass wir getanzt haben, das ist mir auch entfallen. Nein, das ist mir komplett entfallen. Und shame on me. Aber ich kann mich auch jetzt im Nachhinein, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich da getanzt habe. Aber wir haben es ja gar nicht so schlecht hingekriegt. Vielleicht sollten wir einfach nochmal hier Brüsterchen machen. Ja, in diesem Sinne, immer wichtig. Ne? Ihr müsst auch zwischendurch immer mal was trinken. Ich stoße Weiberfastnacht immer mit Wasser mit euch an. Heute tue ich das mit einem sensationellen Weißwein. Die, die mich kennen, wissen, welcher Weißwein es ist. Keine Schleichwerbung. Nein, ich mache keine Schleichwerbung, aber die, die mich kennen, wissen, welcher Weißwein es ist. In diesem Sinne, danke, zum Bettina. Wohle. Auf euch. Prost. An den Tanz kann ich mich definitiv besser erinnern. Den haben wir nämlich im Tina Double uns ausgedacht. Das war gar nicht so einfach, wie ihr seht. Oder auch die, die mitgemacht haben, ihr wisst selber, wir sind echt ein Haufen Weiber. Wie viel voll die Bühne ist. Und das hat wirklich, das war aber auch total schön. Nein, das war ganz, ganz toll. Ja, zu unserem Jubiläum. Ja. Und deswegen auch so ein bisschen pompösere Kostüme. Schon. Und wie schön. Ja, also ich mochte dieses Kostüm ganz, auch sehr, also sehr gern. Ich kann nur gar nicht so zu sagen. Ich war ja so sagen. Team, die gediegene ältere Herrschaft, die hatten ja dieses lange Kostüm an und ich fühlte mich auch schon so ein bisschen. Ist klar. Queen Anja, so fühlte ich mich. Ein ganz, ganz toller Tanz. Welcher Tanz ja auch total schön war, war der von den Waldelfen. Ja. Wo dieses Mystische auf der Bühne. Genau. Aber genau, den habe ich aber gar nicht gesehen, das stand nicht draußen. Ja, ich schon, aber wir haben ja nicht von allen Videoaufnahmen. Genau, aber ihr wisst es noch. Genau, nein, das müsst ihr uns einfach nachsehen. Es gibt leider nicht von allen Auftritten irgendwelche Videoaufnahmen. Deswegen können wir natürlich nur das nehmen, was wir haben. Aber wir freuen uns, dass wir überhaupt etwas haben. Und das Ganze haben wir nämlich unserem ARD zu verdanken. Das ist unser, hilf mir Anja. Unser Arek Rosniewski, Datenchef. Ja, genau. Und nicht nur alleine, es ist nicht nur ARD. Nein. Es ist auch Privatfernsehen, es ist auch RTL. Das ist nämlich Rosniewski, Raumfrau Lisa. Genau, also wir haben ARD und RTL, die da ganz, ganz fest hinter uns stehen. Und ohne die beiden würden wir dieses Jahr gar nicht überleben, ohne die beiden. Die haben da echt eine Menge zu leisten und ich finde, die machen das ganz, ganz toll. Und an dieser Stelle ein dickes, fettes Lob an euch. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr angemeldet seid bei YouTube, unser Video kommentieren. Genau. Wir freuen uns über jeden Live-Kommentar. Schickt uns eure Fotos, wie ihr auf der Couch sitzt und natürlich uns nur mit einem Kaltgetränk. Egal, ob im Jogginganzug oder auch mit eurem Mann, wenn es sein muss. Könnt ihr ja so ein Smiley drüber machen. Genau. Ist ja egal. In diesem Sinne auf euch und wisst ihr, ey. Wollen wir auch mal Bettina laufen? Ja, ich wollte gerade sagen, shame on us. Du rufst Bettina. Ja. Ich rufe laufen. Haben wir heute noch gar nicht gemacht. Ein dreifach donnerndes ist Bässe. Hello. Bässe. Hello. Bässe. Hello. Ja, war das schön, mal wieder ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Aber gleich geht's weiter. Es gibt einen Programmpunkt, auf den ich mich jedes Jahr freue. Sind unsere Dinos? Wer sind unsere Dinos? Fragezeichen. Na, die Moosklunder natürlich. Die treten seit 1975 auf. Jetzt wisst ihr auch, warum die Dinos heißen. Die sind einfach schon ein Urgestein bei uns im Verein. Jetzt kommen sie mit einem Kompliment. Viel Spaß! Yeah.
immer ein Mega-Auftritt, immer kurz vor Schluss und immer der Garant für die Mega-Stimmung in unserer lieben Bildsteinhalle. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ja, ich liebe sie auch deswegen, weil ich da selber, ich war ja auch mal jung und dann, da gab es die ja auch schon, als ich noch jung war. Da habe ich ja meinen Mann kennengelernt, mittlerweile auch schon 37 Jahre her. Da haben die noch von der Pizza gesungen. Jeder weiß es. Ey, da war ich gar nicht Mädchen, da stand ich immer so auf dem Stuhl. Das war so geil. Damals noch ein bisschen. War mir noch jung, damals dieses Wort, damals. Damals, genau. Aber auch heute noch, also heute noch. Und gerade mit Verstärkung jetzt ja, auch mega. Durch Moritz und Leon mega. Und den Web-Einlagen. Richtig weiterentwickelt und richtig, immer noch richtig super. Und aufhören oder ans Aufhören denken. Nee. Braucht ihr. Gebt gar nichts. Nein. Wir brauchen euch, denn ihr macht unser Programm rund und das ist auch gut so. Bleibt dabei, denn ihr habt gesehen, wie das Publikum mitgeht. Bitte einmal diese Seite, die hören auf euch, die wollen euch. Ja, die wollen euch. Bleibt dabei, ihr seid geil. Danke. So ist es. Aber jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen zu den jüngeren genau. Menschen kommen. Genau, jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen, das war jetzt was zum Feiern, zum Auspowern. Jetzt kommt definitiv mal wieder etwas fürs Auge, denn jetzt kommt unser Einzelmariechen. Unsere Sina, viel Spaß dabei. Und Hammer, oder? Die kleine Maus ist echt der Knaller. Also mit ihren 11 Jahren, da ist sie aber eine richtig coole Socke auf der Bühne, ne? Mega akrobatisch schon. Der Oberhammer war tatsächlich, ich weiß, weil Sina und ich haben 2019 zusammen gestartet. Ich durfte das erste Mal die Weiberfastnacht präsentieren. Ich durfte moderieren. Und diese kleine Maus durfte das erste Mal quasi tanzen. Und ich weiß noch, vorm Programm standen wir hinten. Da kam sie zu mir an und sagte, sag Martina, bist du eigentlich aufgeregt? Da sag ich, bitte? Du fragst mich das jetzt? Du hast doch gleich einen Auftritt. Du kleine süße Maus, stehst da oben vor diesen 500 verrückten Weibern und fragst allen Ernstes mich, ob ich aufgeregt bin. Natürlich bin ich aufgeregt, das macht es aus, aber du bist so eine coole Socke. Bleib einfach so, wie du Wahnsinn. Bist, denn das ist echt Hammer. Ja. Wirklich, ganz, ganz toll, Sina, bleib dabei. Wir freuen uns auf die vielen Jahre, die wir dich noch auf unserer Bühne sehen dürfen. Ja, jetzt haben wir wieder was Kleines gesehen. Jetzt sehen wir was richtig Cooles.
denn jetzt kommt unsere Gruppe Dance for Life. Ihr kennt sie, habt ganz, ganz viel Spaß damit. Oder? Ach, da wird man ja wirklich so ein bisschen wehmütig. Ihr fehlt aber auch, Leute. Ihr fehlt total. Also ganz ehrlich, ey, Tanz Saku. Aus 2018. Saku, gib dir einen Ruck. 2022 wollen wir dich auf der Bühne sehen. Wir wollen doch 2022 so richtig die Hütte abreißen, oder? Mensch, da müsst ihr doch dabei sein. Ich denke, das klären wir nochmal unter einem Vier-Augen-Gespräch. Wenn nicht, nehme ich mir die Juli. Das ist mir total egal. So ein cooler Auftritt. Ich kläre das so mit euch, weil... Hammer. Das ihr habt es gesehen. Ja, mega. Das ist auch einfach mal was anderes. Ja. Es ist keine Garde. Ja, das rundet es einfach ab. Ja, es ist Hammer. Echt. Ja. Dance for Life. Tausend Dank für euren Auftritt. Und auf 22.
So, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Jetzt kommt ja immer so der Herzklopfmoment. Normalerweise kommt dieser Programmpunkt direkt nach unserem Einmarsch. Was kommt nach unserem Weibereinmarsch? Die Hauptperson, die natürlich. Die Prinzessin. Und die fehlt dieses Jahr total. Ja. Ja. Aber, also. Nützt ja nichts, ne? Nützt ja nichts, sich jetzt hier in Heulereien oder was auch immer. Ich trinke mit der Prinzessin, also jemand oder die Leute, die mich kennen, wissen, ich trinke eigentlich keinen Schnaps. Das hat einen Grund, liebe Sandra, du weißt speziell warum. Besser ist das. Besser ist das, wenn ich keinen Schnaps trinke. Aber ich habe mir gesagt, ey, scheiß drauf, Couchkarneval, CCB, Couchkarneval, besser. Ich trinke jetzt einfach mal Schnaps und normalerweise trinke ich den mit unserer Prinzessin. Jetzt muss die Anja das stellvertretend machen. Ja, ich bin machen. Ja hier auch heute für alles zuständig. Und ne? Ich trinke halt nicht nur einen. Ich habe hier, hab hier mal so ein schönes Körbchen geschenkt gekriegt und das trinken wir heute noch, ne? Aber jetzt trinken wir erstmal einen auf unsere zukünftigen Prinzessinnen. Auch das. Auch auf unsere zukünftigen Prinzessinnen. Prüsterchen! Prüsterchen! Los, raus hier. Ja. Ja, bestimmt auch noch irgendwas im Schrank stehen. Guck mal nach. Ja, also weißer Schokoladenlikör kann ich empfehlen. Schmeckt. Marille ist auch nicht schlecht. Alles gut. So, viel Spaß. Ja, Tina, das ist ja nun leider ein Moment, also einer der schönsten Momente an Weiberfastnacht, aber leider ein Moment, wo du nicht so wirklich mitreden kannst. Ne? Nein, ich also, war nie Prinzessin, ich werde es auch nie werden. Ich weiß es noch, wenn man da hinten steht und weiß und alle sind weg plötzlich und man steht ganz allein. Und Gott sei Dank kommen dann die Gardemädels aus ihren Katakomben so langsam raus und formieren sich schon mal um einen. Und man wartet nur, hoffentlich hört die bald auf zu reden da oben. Ich muss jetzt auch mal da hoch. Es zieht sich einfach ohne Ende, aber es ist einfach so ein schöner Moment und das hatten wir auch in den letzten Minuten. Ja, nein, wir haben echt, also ich könnte jetzt keine Prinzessin aufzählen, wo ich sage, ja, okay, hast du halt durchgezogen. Nein, wir haben immer tolle Prinzessinnen, jede ist auf ihre Art und was jeder, ganz Besonderes. Und jeder Auftritt war auch was Besonderes. Definitiv. Auch etwas jünger, etwas genau, älter. Genau. Immer wurde da wirklich ein Mega-Feuerwerk gezündet, wenn die Prinzessin reinkam. Sie konnte ich auch nie leiden, als sie, oder beziehungsweise als da sie... Da kanntest du mich auch noch gar nicht. Da kam die rein am 11.11. und da dachte ich mir, bitte was? Wer ist das denn? Kenn ich nicht. Wer ist das denn? Ja, das ist doch die Anja Neumann. Ich war die Putzfrau. Ja, toll, kenne ich nicht. Ey, und ganz ehrlich, mittlerweile Patt und Katterchen, ne? Und man sieht's ja, Doppelpack. Nein, also man sieht, gibt auch jeder Prinzessin einfach eine Chance, auch wenn ihr am Anfang sagt, jo, ist jetzt nicht so mein Fall. Lernt sie doch einfach kennen. Und wie haben wir unsere Prinzessinnen alle kennengelernt? Wir hängen dann wirklich auch über Wochen aufeinander. Es gibt eine Prinzessin Klebearsch. Den Namen hat liebe sie, Ellen. Den hat sie einfach bis heute weg, ganz ehrlich. Und da kommt auch hoffentlich noch eine Prinzessin. Es gibt immer kleine oder auch größere Dramen. Genau. Um Prinzessinnen und Prinzen. Und, aber auch das gehört dazu. Ja. Das macht es doch auch aus. Wie schön. Aber und wie sie alle da aussehen. Unglaublich. Also das ist, auch wenn ich nie Prinzessin war, nie Prinzessin sein werde. Aber ich glaube, dieser Moment ist einfach was Unbeschreibliches, wenn die durch euch, durch diese Meute da unten laufen. Mega. Die sind auch diesen Moment kann man nicht beschreiben und man wird eben niemals. Nein. Ist so ähnlich wie wenn man als Frau vor den Altar tritt. Das ist so ein Moment. Nur schöner. Den schöner. Moment vergisst man nicht im Leben. Und wenn man durch diese Meute geht und dieses Lied hört und alle stehen auf den Stühlen und jubeln dir zu, es gibt nichts Schöneres. Also bewerbt euch als Prinzenpaar bei uns und vor allem für uns als Prinzessin. Ja, wir brauchen die Prinzessin hier. Wir wollen Prinzessinnen sehen. Nein, also ich glaube, das ist definitiv einer der schönsten Momente unserer Weiberfastnacht. Und ihr seht es, ne? Hammer. Die stehen da oben zwischen uns und man sieht auch die Vergleiche.
Da ist, ja, die kleben alle schön am Elverrad hinten, ne? Und mittlerweile die Hände haben sie. Gefaltet, die Hände gefaltet. Ja, mittlerweile haben. Da waren wir auch echt noch wenig. Das stimmt. Mittlerweile haben sie die Chance gar nicht mehr, hinten am Elverrad zu kleben, weil dafür sind wir mittlerweile so viele. Wir sind fast 60 Weiber, Fastnachtsfrauen. Ich vermisse jede einzelne von euch und Hammer, ja, lasst uns weiter so machen. Lasst uns den Karneval leben, denn dafür sind wir da. Oder? Ich glaube, ich trinke noch einen Schnaps. Trinke einen Haselnuss-Schnaps und du? Ja, komm. Ich trinke noch mal so eine Marille hier. Ihr habt den gar nicht ausgetrunken. Ich trinke noch mal den Rest von der Marille ausgetrunken. Ich habe meinen schönen Brat geleert. Ja, ist ja auch alles so schlimm. Ja, ne? Genau. So. Also Schnaps und ich, keine gute Kombination, egal heute. Prost. Mm. Wenn ich dann bald hier allein anmoderiere, wisst ihr, was mit Tina passiert. Ja, lecker. Ich muss mal kurz nachspülen. Und wie aufgeregt alle waren da oben. Ja, und auf unsere Prinzessin. Ach, auf die, ja, wir müssen mal wieder hier laufen. Ja. Auf die Gewesenen, auf die noch kommenden. Und auf die Aktuelle. Ein Dreifachdonner ist besser. Hello, Sabrina. Hello, besser. Hello. Ja, und jetzt geht es natürlich weiter in unserem schmucken Programm hier. Wir haben unsere Prinzengarde. Prinzengarde, was kann man dazu sagen? Einfach mega geile Schautänze. Also lasst immer, euch... Immer ein Höhepunkt. Krass, ne? Einmal der Prinzessin und jetzt schon der Schautänzer Prinzengarde. Wie schnell geht denn so ein Karnevalsabend hier? Irgendwas kommt da immer zum Schluss als Höhepunkt. Ja, alles anders. Und das ist ja auch ein Höhepunkt dieses Jahr. Definitiv. Also, wir schauen uns jetzt... Nein, wir sagen nichts. Wir sagen gar nichts. Die Prinzengarde. Die Prinzengarde. Viel Spaß dabei. Thank you.
ja der Wahnsinn. Ich bin reich. Ach was? Nun, da ich dich im Reichtum gesehen habe, stelle ich dir noch einmal die gleiche Frage. Allen, meine Freunde, was wünschst du dir? Mein Leben lang freue ich schon davon, einmal auf einem fliegenden Teppich über die Stadt zu jagen. Anzuwenden, das wäre möglich. Ob das möglich wäre, fragst du? Sieh es. Unsere Prinzengarde. Ja, aber sag mal, wer war denn das? Was war denn das für so ein... Gehörte der auch zur Prinzengarde? Nee, der, am Anfang, ja, ne? Dieser komische Erzähler, diesen... Ja. Diesen Erzähler, wer war denn das? Ja, dieser Erzähler, der hat mir mal verraten, da gab es ein Casting für diesen Erzähler und zu diesem Casting kam leider nur er. Und dann mussten sie nehmen. Ja. Gut, er hat es ja auch nicht schlecht gemacht. Ne? Nein, also ich muss wirklich sagen, so schlecht. Nein, der Erzähler hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also Hut ab, Herr Erzähler. Wir nennen natürlich keine Namen. Aber lass den Hut lieber auf. Aber lass den Hut lieber nicht auf, Herr Erzähler. Nein, aber generell. Ja, nein, Erzähler, oh, du hast das... gerade, was haben wir für schöne Schautänze? Ja. Immer ein Highlight. Ja, und krass, also diese Ideen auch einfach, die ihr da zaubert, und die Kostüme. Und mega. Diese Masse an tollen Mädels. Ja. Macht weiter so. Wir freuen uns ganz, ganz doll auf euch. Denkt dran, 22 reißen wir die Hütte ab. Ihr seid dabei. Wir sind gespannt auf euch. Ja, was soll ich sagen? Gesang auf die Bühne. Ja, schön. Gott, wer singt dann da? Ich finde das eigentlich immer ziemlich scheiße, mich selber irgendwie anzumoderieren. Ich muss das ja sonst nie machen. Lass die vier da einfach mal singen. Genau. Viel Spaß mit ihnen.
Ja, das war Schalala. Schalala 2020. Passend zum Thema ein bisschen Rock. Und mit einer mega geilen Rockröhre, Michaela. Ja, nein, also das fehlt natürlich total, diese Übungsabende. Ja, diesen jeden Donnerstag sitzen wir jetzt alleine zu Hause und können nicht singen und keinen Wein trinken. Ja, und nein, aber einfach geil, es macht mega, mega Spaß. Ihr als Publikum, ihr tragt uns, egal ob Vereinsangehörige oder eben das normale Publikum. Mega, mega geil, wie ihr uns jedes Jahr empfangt. Ich wurde total angeschissen, weil ich hier schön Luftgitarre gemacht habe und ich hätte doch nur so machen müssen. Ja, das war meine Choreo. Ja, Entschuldigung, habe ich die Choreo gebrochen. Ey, ist mir scheißegal, weil, hey, that's life. So ist es. Bricht einfach mal, bricht einfach mal aus. Aber egal. Ja, jetzt kommen wir noch zu Männern, die auch immer meine Choreo schmeißen. Ja, ich wollte gerade sagen, das kennst du ja. Die brechen ja ab und an mal. Das gleiche in grün. Unsere Traumtänzer. Viel Spaß dabei. Thank you.
Unsere Traumtänzer. Ja. Meine Jungs. Meine. Nur meine Jungs. Stopp. Mein erster Tanz Entschuldigung. War das. Entschuldigung. Nein, meine Jungs. Entschuldigung. Ja, dein Mann ist dabei und auch mein Mann und auch von euch ganz viele Männer, aber trotzdem mein Mann. Ja. Tanz aus 2014. Mein Ihr erster. Seht, da waren sie noch alle knallhart gestählt. Oder naja, also mehr oder weniger halt. Ne? Schon, ne? Ja, ja, jetzt ist ihr da so ein kleines Bierbäuchlein. Aber hey, ganz ehrlich, sei euch gegönnt. Ihr macht mega geile Tänze. Anja hat euch fest im Griff. Ihr seid mehr oder weniger. Wie vielfacher Nordhessenmeister? Fünf? Oh, oh, oh. Fünf, glaube ich. Ja, wir haben irgendwann vergessen oder beziehungsweise wir haben irgendwann gesagt, wir machen die Sterne nicht mehr weiter. Ja, ihr seid hier in der Umgebung definitiv das geilste Männerballett ever. So ist definitiv. Und ich hoffe, ihr kriegt auch nächstes Jahr euren Arsch wieder hoch. Dafür werde ich sorgen. Das hoffe ich. Ja. Wenn nicht, ich komme vorbei, ich helfe dir. Ich kann ja jetzt gar nicht zu meinen Männern sprechen, weil die ja alle im Hobbykeller oder ja, in der stimmt, Garage sind. Ja, stimmt, die Männer sind ja gar nicht da. Die sind ja gar nicht auf der Couch. Aber die Frauen, ein Appell an die Frauen, schickt genau eure Jungs zum Training, denn wir wollen sie wieder auf der Bühne sehen. So ist es. Definitiv. Wie gesagt, Traumtänzer brauchen wir nicht viel zu sagen. Hammergeile Programmpunkte jedes Jahr aufs Neue. Ihr verzaubert uns auf unserer Bühne und wir sind stolz, dass es euch gibt. Ja, ich also, bin auch stolz auf meine Jungs. Ich trinke jetzt hier nochmal ein Schnäpschen. Ach, was nee, haben wir denn? Ach komm, du trinkst einen Heuschnaps. Ach du Gott, ich im Leben nicht. Ach komm. Im Leben nicht. Der ich trinke alte, was? Milde Birne. Ich habe einen Himbeergeist. Oder so. Auf unsere Traumtänzer erstmal ein dreifach donnerndes Bässe. Hello. Hello! Bässe, hello! Bässe, hello! Prost! Ihr müsst natürlich mittrinken, Prost, ne? Auf Jungs euch und Mädels. Dürfen wir jetzt im Keller mal heimlich einen Schnaps trinken, falls sie es vielleicht gesehen haben, auf dem Handy oder so? Entschuldigung. So, aber jetzt Jungs beiseite, ne Mädels? Jetzt seid ihr wieder dran. Boah. So, boah. Gott, ach Gott. Ich muss mich gerade mal sammeln. Jetzt kommen eure Kostüme genau zum Tragen. Jedes Jahr Karneval, mega spektakulärer Programmpunkt, Kostümprämierung. Ihr gebt euch auch so viel Mühe jedes Jahr und Wochen vorher trefft ihr euch im Keller und das sieht immer so geil aus, was ihr da wirklich zaubert. Das stimmt. Und das muss jetzt auch dieses Jahr, das muss rein in unser Programm. Wir haben Idefix eben vergessen. Wir haben Idefix Ach, guck gefunden. Mal, da ist er jetzt Überbleibsel vom Gladiator. Der Knochen. Der Knochen ist schon ein bisschen älter. Okay, Idefix kommt jetzt wieder hier vorne hin. Kostümprämierung. Also, normalerweise findet die natürlich auf unserer Bühne statt. Wir haben mega geile Sponsoren, die euch für eure tollen Kostüme prämieren. Dieses Jahr haben wir uns was anderes überlegt. Ihr wisst genau, der Run auf unsere Karten ist sehr begehrt, heiß begehrt. Deswegen haben wir uns überlegt, der erste Platz. Wie cool wäre das denn, wenn man sonntags beim Vorverkauf im Bett bleiben kann? Ausschlafen kann. Und ihr müsst euch nicht anstellen. Wir haben schon Karten. Genau, denn die liegen für alle euch. Alle anderen Karten haben. Genau, also, erster Preis. Natürlich für die komplette Gruppe freier Eintritt zur Weiberfastnacht 2020. Geil. Ziemlich geil. Geil. Ja, schon. Der zweite Platz bekommt 20 Chips. Da kann man schon so kann den man schon mal so ein Stündchen schon mit klarkommen. Ne? Ja, ja, ja. Viele brauchen das natürlich nicht mehr. Ne? Die kommen schon in die Halle und brauchen vielleicht einfach auch nur noch ein paar Wasser, damit sie den Abend überstehen können. Auch ich bin da voll bei euch. Gibt ja auch Wasser für so einen Chip. Ja, gibt's ja auch. Ne? Aber so ein Wein oder so ein Schnaps, ne? Ist schon schöner. Aber egal. Der dritte Platz sind immerhin noch 10 Chips für euch. Also könnt ihr auch schon mal so das ein oder andere Gläschen trinken. Und ihr wart so fleißig und habt uns in den letzten Wochen so viele tolle Kostüme per E-Mail, per Foto, auf Instagram geschickt, dass sich unsere Jury wirklich schwer getan hat, die schönsten 3 Kostüme der letzten Jahre auszusuchen. Aber wir haben es geschafft. Ja, schon. Wir haben eine kleine Vorauswahl getroffen. Der Rest lief natürlich über euch. Ihr konntet bestimmen, wer sind die Top 3 und die kommen jetzt?
Herzlichen Glückwunsch. Geile Gewinner. Hammer, hammer, mega, hammer geil. Ja, habt ihr euch definitiv verdient. Meldet euch bitte bei uns. Ihr wisst, E-Mail-Adresse hatten wir angegeben, habt ihr euch beworben. Bitte meldet euch auch unter dieser E-Mail-Adresse zur Abholung des Gewinns. Wir vermerken euch natürlich und alles andere klären wir einfach. Seid da total entspannt, wir sind's auch. Wir vergessen euch nicht, ihr vergesst uns nicht. Und ich denke, so sollte es laufen, oder? Genau. Und schon sind wir fast am Ende von unserem mein Gott. Schönen Weiberfastnachtsprogramm. Ja, ey, ganz ehrlich, das war wirklich ein Gefühl von Karneval, oder? Ja, also für uns auf alle Fälle, wir hoffen für euch auch. Zu Hause auf als ich mich vorhin geschminkt habe und so die Glitzerreste in meinem Waschbecken gelandet sind, dachte ich mir, alter geil, es ist Karneval. Und wie schön ja. Für uns und hoffentlich auch für hoffentlich, euch. Hoffentlich die auch die schönen Programmpunkte einfach nicht nur vom letzten Jahr, sondern von den letzten Jahren zu sehen. Definitiv. Nicht nur, nicht nur eben der Rückblick von 20 oder 19, sondern einfach auch ein bisschen weiter zurückgeblickt. Wir hatten all die Jahre ein mega geiles Programm. Und warum hatten wir das? Weil ihr dieses Programm mit uns auf die Beine gestellt habt. Ohne euch Aktiven, ohne euch mega geiles Publikum, wären wir nichts. Wir brauchen euch. Und dafür sind wir unglaublich dankbar. Wir hoffen, dass wir auch die nächsten Jahre mega, mega geile Weiberfastnacht-Prunksitzung, Kinderkarneval, egal. Wir wollen wieder Karneval mit euch feiern. Genau. Und deshalb, und das nicht nur in den nächsten Jahren, sondern im nächsten Jahr, in 2022. Ja, definitiv. Sind wir ganz fest davon überzeugt, dass wir wieder mit euch gemeinsam in der Bildsteinhalle unsere mega XXL-Party feiern können. Schon, ja. Und darauf freuen wir uns jetzt schon. Total. Lasst uns ein Like da, teilt dieses Video, denn vielleicht können nicht alle gerade Weiberfastnacht den Donnerstag sich dieses Video zu Hause angucken. Ihr könnt es euch natürlich auch am Freitag angucken. Aber Samstag, bitte blockt euch den Termin. Denn da gibt es nicht das Programm von Donnerstag. Nein, denn wir können ja weiter ausholen. Wir können euch nochmal ein anderes Programm präsentieren. Also nicht wir, sondern... Da sind ja die Männer dran. Genau, und dann dürfen ja auch die Männer wieder aus den Hobbykellern und aus genau, die dürfen dann wieder hervorkriechen. Fußballzimmern raus. Ne? Vielleicht müsst ihr dann wieder mal ein bisschen beiseite rutschen auf der Couch, weil dann kommen ja wieder die Herrenerschöpfung. Und dann müsst ihr vielleicht auch mal ein Bier auf den Kühlschrank holen. Genau. Das ist dann aber auch in Ordnung. Ich denke auch. Freut euch auf die Prunksitzung auf unseren Samstag. Genießt dann vielleicht mit euren Männern zusammen auf der Couch unseren Karneval. Denn CCB bedeutet nicht nur normaler Karneval, nein. CCB bedeutet auch Karneval Couchbässe. Also, Mädels, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln. Genau. Haltet Abstand, damit wir im nächsten Jahr wieder zusammen feiern können, so wie wir es gewohnt sind und so wie wir es lieben. Jetzt kommt natürlich noch ein Finale des letzten Jahres. Bleibt gesund und ein dreifach donnerndes Bässe. Hello! Besser? Hello! Besser? Hello! Bis bald! Macht's gut!